willkommen zurück bei der nächsten Folge Mordor Schatten. Wie gesagt, das ist quasi eine Doppelfolge, also eine Folge, die anschließt an eine andere Folge. Und weil es mir gerade so viel Fun macht, geht jetzt weiter nach TDD. Ich steige jetzt hier mal ab, denn ich bin ja ein Nutzer. Nanichir, Gelaer Mordor. Ich gehe mal kurz alles durch, dass das nicht mehr leuchtet. Aber wie gesagt, diese Sachen, die müsst ihr leider euch selbst durchlesen, wenn ihr euch das Spiel gekauft habt. Ich empfehle es euch nur, denn das Spiel ist echt der Hammer. Aber das alles zu lesen und zu machen, wäre jetzt auch nicht so schlau fürs Let's Play, weil ihr sollt ja auch was vom Spiel noch selbst haben. Da nicht raus. Okay. Der hat wieder Kopfweh. Überall muss ich Gas geben hier. Ja. Und nochmal einer, der Kopf fährt. Oh, das ist aber knapp gewesen. Und tschüss. Ich würde sagen, wir verziehen uns hier erstmal. Jetzt ist es schon ein bisschen heftiger. Okay, hier soll irgendwo ein Artefakt sein. Ich denke da hinten. Das holen wir uns auch gleich. Oh, ein Kräuterlein. Her damit. Danke. Jam, jam. Jetzt sind wir wieder voll. So, wieder ein Artefakt. Schlag auf Schlag geht das heute. Oh. Jetzt gibt's wieder eine kleine Geschichte für euch. Na, wo war das denn?
Da! Tarason, ihm wurde wahrlich das Blaue vom Himmel versprochen. Und was bekommen wir? Krieg! Steuern! Ha. Menschenopfer auf dem Marktplatz! Tag und Nacht kann ich die Schreie hören. Und wir sollen dieses widerliche Biest auch noch verehren. Der große Baum hält als Brennholz her. Des Königs Kopf ist mit Lügen gefüllt von seinem Ratgeber, dem Gefangenen in Ketten, Sauron, dem nun ach so edlen Sauron. Alindel hat recht. Numenor ist verloren. Die Schiffe können uns nicht schnell genug von diesem Leichenhaus fortbringen. Sehr interessante Geschichte. Weiter geht's. Morgoth, der erste dunkle Herrscher von Mittelerde. Der große Feind. Sauron war sein Diener. Er war ihm treu ergeben bis zum Ende. So, weiter geht's mit Ausgestoßener machen wir auch gleich noch. Und darüber hinaus. Wenn wir schon in der Nähe sind. Sagt ihr, ich war auf dem Betrieb, dass wir die Hauptstufe sind. Dann war ich für euch und für alle anderen auch. Danke. Bitte hilf mir, meinen Bruder zu befreien. Er ist viel zu stur, um für diese Orks zu arbeiten. So, weiter. So, weiter geht's mit dem Wurm. Den holen wir uns auch noch. Genau, gib mir Infos. Haben wir schon die Schwächen? So, wieder einer aufgedeckt. Das ist mein Karagor. Das ist mein Karagor. Ja. Was macht der da unten? Ja. Da haben wir Nebenmission. Ja, ich will jetzt aber eine Hauptmission. Also, weiter mit der Saurons Armee und wir gehen zu. Was ist bei dem? Drück halt die Legende. Machen wir mal weiter mit unserem Redback. Das kann er doch nicht stellen. Zeit. Hier mal. Ich dachte eigentlich, der ist ziemlich stark, aber egal. Da ist ein Vögelchen. Hört mal, heute müssen wir keine neuen Wunden aufreißen. Diese Vögel zerfressen mich schon genug. Oh, ihr Bastarde! Wenn ich rutschig bin, werden diese Vögel eure Eingeweide fressen. Die ja immer in diese Schwierigkeiten kommt, dieser Redback. Hast du das gesehen? Hilf mir!
was du denkst, Wandläufer. Das war nicht meine Schuld. Ich sag dem Häuptling, dass ich seinen Leibwächter getötet habe. Er dreht sich um. Hat exakt das gleiche Gesicht wie die Wale, die ich getötet habe. Die wir getötet haben. Zwillinge. Wer hätte das gedacht? Sorg einfach dafür, dass du den Platz hast. Ich hab keinen Wort, ich hau dir eine ab. Über. Der Häuptling lebt noch. Dann werde ich ihn jetzt umbringen. Oh, guter Plan. Ich bin gleich. Ja, nee, ist klar, Redback. Es klappt. Es klappt. Ja, ist logisch, eine dass es Übungsanlage. Klappt. Sehen wir doch mal, wie die Soldaten des Häuptlings sich im echten Kampf schlagen. Rüttle am Käfig und erwecke das Biest in ihm. Wenn Redback es schafft und neuer Häuptling wird, ist es nur eine Frage der Zeit, bis er uns zur schwarzen Hand führt. Redback hat zugleich die Vorhaut und den Henker. Die Sklaven laufen wie das nur möglich. Und wir werden Rotmann ein Verwechslung. Ich glaub das nicht. Gorats Tod ist eine Sache, aber dann auch noch Henker? Falls Redback doch ein wahrer Krieger ist, schlitze ich mir selbst die Kleider auf. Redback hat die Hauptmann Vielleicht ist er doch ein echter Uhu. Der Häuptling war erzürnt über den Tod seines Bruders. Dass dieses Ziel wäre erledigt. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Na, wenn man Fähigkeiten hat, setzt man es ja auch ein, ne? Hab ich mir wohl nur eingebildet. Bleibt wachsam. Sicher ist sicher. Jetzt hab ich gerade einen Leck. Da ist Mog. Die Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Ich freu mich schon auf dich. Aua! Der Tank gehört mir! Berserker konnten den gewöhnlichen Angriff betäuben, Berserker mit Beben vor der Angreifung. Wir sind etwas anderes zum Töten, keine Sorge. Beiseite! Ich werde ihn töten! Ich sehe ihn! Aua! Die sind echt übel. Verdammter Mist. Ich hab doch gedrückt! Okay, das tat weh. Das wiederholen wir nochmal. Also der Zwiebel, muss ich echt sagen, ist erschienen. Morg. Jetzt wissen wir langsam, wie er heißt. Morg. 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 Die Qualen meines Zwillings sollst du zweifach erfahren. Ja, das ist Papi. Ständiger Begleiter. Jetzt werde ich ihn begrüßen. Oh ja, das geht. Der ist lieber. Ich weiß zwar nicht, was ich gedrückt habe, aber er ist tot. Tja, Mox sein Ende, würde ich mal sagen. Endlich! Redback ist Häuptling! Aber immer das Ohr. Wandläufer, wir haben es geschafft. Jetzt halte dich an unsere Abmachung. Oh, nur keine Sorgen. Häuptling Redback, passt auf, dass dir hier niemand deine schmutzigen Pläne durchkreuzt. Gut. Doch Redback spricht nicht für die anderen Häuptlinge. Um die mache ich mir keine Sorgen. Leihst du mir dein...
Fleisch ich brauche eine schärfere Klinge. Sein Ohr ist wohl etwas zäh. So, Redback ist nun ein Häuptling. Auftrag abgeschlossen. Keine Schwachstelle bei dem. Ach, wir sind gerade in der Nähe von Artefakten. Holen wir uns das auch gleich noch. Wieder 15 Meridian mehr. Ein Schaufelrad. Na, wo hat sich der Funk wohl versteckt? Hier, das habe ich in Odun gefunden. Was ist es? Sie haben diese Maschinen gebaut. Sie wühlen in Odun die Erde auf. Die Maschine zieht Furchen in das Land, in denen die Sklaven nach Schätzen wühlen. Ton und Schlamm geht an die Brennöfen. Metall geht an die Schmieden. Alles, was sie gebrauchen können, das nehmen sie. Wenn sie alte Waffen oder Rüstungen finden, geben sie es den Urukai, den großen Kerlen. Was sie damit tun, das weiß ich nicht. Sie planen etwas, so viel weiß ich. Wir müssen wissen, was in Mordor geschieht. Wir haben viele Augen dort, doch deine sind besonders scharf. Du dienst uns gut. Kehre zurück und berichte, was du siehst. Der Rat darf nicht erfahren, was du tust. Lass dich nicht ergreifen. Sehr interessant. Ach so. Natürlich. Gleich mal wieder hier, geh weg. Haben wir eine neue Rune, der Unsterbliche. Wenn wir schon dabei sind, Verbesserungen. Theoretisch muss man das echt alles nehmen? Naja, egal. Dann gehen wir auch zu dem. Über ja. Hier muss es aber noch einen Elbenturm geben. Da standen wir auf dem schwarzen Tor und sahen nach Mordor. Doch wir sahen nichts. Wir haben geschlafen. Der mörderische Rhythmus der Kriegsmaschinerie des dunklen Herrschers wird uns alle erwecken. Wir müssen sie zerschlagen. Sache viel Saft und Fleisch auf den Knochen. Ich habe dich gejagt. Zeit, dein elendes Leben zu beenden. Ihr deins. Ach, verdammt. Da war ja was. Vielleicht nochmal. Funktioniert das nicht? Spüre meine Kraft! Bist zu langsam, Junge. Wolltest du nur mal erwähnen?
Nochmal täuschst du mich nicht! Fort mit dir! Ich bin nicht dumm, ich merke mir das! Der wäre erledigt. Der hat Kopfweh, hundertprozentig. Und noch eine Runde. Der wäre auch erledigt. Aber wo ist hier ein Alpenwurm versteckt? Ich rieche etwas. Einer. Ein Mörder ist unterwegs! Nein. Na gut, bevor wir noch mehr Zeit verdrödeln, let's go. Für Kampftodesstöße, anfängt für Schleichtodesstöße unbeholfen, kann ergriffen werden, ohne dass seine Gesundheit niedrig sein muss. Sehr gut. Warum denn heute so kopflos? War zwar auch ein Wurm, aber egal, weiter geht's. Wir haben nur noch, wenn ich auf die Uhr gucke, 8 Minuten. Oh, das tut weh. Okay, gut zu wissen. Ich höre hier einen Karagor. Ist da was? Ich nicht so schnell in Dunkelheit versinken. Karagor, ich hab nicht Waffe frei, lass mich zufrieden. Ach, Moment mal. Papi! Let's go, jetzt sind wir ein bisschen schneller bei unserem Ziel. Kämpfen in Hand auf den Tod und ihre Mut, um Beweis zu stellen und den Gegner aus dem Weg zu räumen. Wer auch immer flieht oder stirbt, hat das Duell verloren und der Gewinner erlangt Macht. Na, let's go. Mach mal einen von denen fertig. Schaffen wir das mit 6 Minuten. Einen wie dich habe ich im Nu erlegt. Hä? Der ist doch schon tot. Ich quetsch deine Augen mit meinen Fingern raus. Du bist mein Abendessen! Du? Zerfleisch dich! Da drüben hat sich etwas bewegt! Beim nächsten Mal, du dummer Schrack, geht es nicht so glimpflich aus! Wann sicher nur! Mann, sind manche hässlich. Duell gelöst. So. Ja, Macht 9 hat er jetzt, okay.
Menschendreck! Meine schwarze Klinge wird sich dank dir rot färben. Komm zu Papa. Genug Gebrüche, Tag! Tut weh, wa? Deine Leiche wird mein Erbe kommen, wie ich rieche! Das hast du schon versucht! Ja, aber jetzt aber auch nicht. Komm jetzt. Genau. Kopfheber. Lol, mit dem Fußkick gekillt. Und gute Nacht. Oh nein, Karagors, ohne Ende. Karagors, kannst du mal 100? Das Ding hier aufsammeln. So, was haben wir denn Neues? Aura des Essenzen, Stufe 11. Und selben in einem tödlichen Kopftreffer Urks in der Nähe in die Flucht zu schlagen. Chance von 19%, einen Ritt auf einer Bestie für die Tötung mit Schwert oder Bogen. Mhm. 18, 5, 11, 14. Da haben wir noch eine Leere. Verbesserungen. Attribute. Erhöhter Fokus, Höchstwert. Erhöht den Höchstwert deines Fokus um 20. Jawohl. So, 2 Minuten. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Spaß mit Ort. Vielen Dank, Fremder. Belohnung 100 Meridian. Nur für das, was wir jetzt. Ja. So, bevor die Aufnahme rum ist, ist noch genau 1 Minute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dürft ihr mich gerne abonnieren, meine Videos liken. Komm her. Aber das machen wir noch schnell. Zack, 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 zack. Gute Nacht. Der wäre tot. Ist mir egal, was es war. Und ich habe mir einen guten Kampf erhofft. Ah!